So, ich zeige auch mal, was ich jetzt die letzten Tage und Wochen so gemacht habe. Ich habe alle meinen Source Code auf GitHub verlegt, damit ich ja erstmal ein Backup habe und dass ich an verschiedenen Rechnern gleichzeitig an meinen Sourcen arbeiten kann, was ganz wichtig ist, weil ich ja jetzt eine Windows, eine macOS und eine Linux-Version des Installers bereitstellen will. Ja, statt sich ein ZIP runterzuladen, kann man jetzt halt ein Skript runterladen, was dann alle Installationsschritte macht. Dadurch kann man auch in verschiedene Ordner installieren. Der Vorteil von Git ist, ich kann entweder hier in der Weboberfläche oder auf jedem Rechner irgendwo reingehen und was ändern. Ich kann jetzt sagen hier, dass jetzt hier Linux auch supported wird. Und den Kommentar hier raus machen. Dann kann ich hier sagen, also Support Linux. Dokumentieren, was es für eine Änderung ist. Und kann das kommentieren. Alle Änderungen an dem gleichen File inklusive den Kommentaren sind hier verfügbar. Und jetzt kann ich an einen anderen Rechner gehen. Kann auf das Projekt gehen und sehe, dass es da jetzt drei Änderungen gab, also nicht nur die, die ich jetzt gemacht habe, sondern noch zwei andere, die hier auf dem Rechner noch nicht sind und zack, habe ich sie auf dem Rechner. Und gäbe es jetzt hier einen Konflikt, könnte ich die auch bearbeiten. Zurück hier hin. Und was habe ich auf die Art jetzt geschafft? Ich habe jetzt Installationsskripte und am allerwichtigsten Testskripte gebaut. Ich kann jetzt hier drauf klicken und wenn ich da drauf klicke, löscht er jetzt hier den Wutzenordner und er spielt die komplette Installation durch und zwar für beide Versionen, für die offizielle Version und für die Entwicklungsversion. Ja, das dauert dann jeweils ein bisschen, aber es ist ein komplett automatischer Prozess und am Schluss habe ich hier unten diese beiden Links dann aktualisiert, die das dann tun werden und was jetzt das Allercoolste für mich ist. Für Windows hatte ich das eigentlich die ganze Zeit schon. Jetzt habe ich das auch noch für Linux gemacht und zwar so, dass ich quasi ein komplettes, mehr oder weniger leeres Ubuntu-Image habe, was einen leeren Rechner simuliert und ich kann jetzt das Image kopieren und in das Image hinein installieren, sodass ich quasi auch einen kompletten, für Linux einen kompletten Schritt habe. Ja, hier läuft jetzt quasi parallel die Windows-Installation und die Installation von Linux. Schauen wir mal, wenn die Windows-Installation soweit ist, die Daily, dann wird er die schon starten. Dauert ein bisschen. Nebendran hört man meine Kids, wie sie singen. Ja, da poppt jetzt das Linux hoch, was jetzt in der VM startet. Ja, da sind nur ein paar grundsätzliche Einstellungen gemacht in dem Image, ansonsten ist das jungfräulich. Ah, hier hinten sehe ich, während er startet. Ah, ne, das läuft hier noch. Achso, hier sieht man auch, welche Version er runterlädt und von welchem Server. Für Testen kann ich das auch einstellen, dass also von meinem lokalen Server das lädt oder eine andere Version. Aber das hier ist jetzt so, wie es für einen Endbenutzer wäre. Klickt einfach drauf und wartet. Die Compiler sind drauf, Eclipse ist drauf, Java ist drauf. Jetzt installiert er noch Wutzen in das Eclipse hinein. Legt er noch Projekte an, einzelnes Projekt für die verschiedenen, jeweils ein Projekt für die verschiedenen Plattformen, Apple, Atari und so weiter. So, dann sagt er hier, startet in neuem Fenster, das geht jetzt gleich auf und dann parallel macht er jetzt weiter und installiert die stabile Version. Das ist jetzt hier, from scratch, alles wie es soll.
Ne? Wo ist jetzt mein C-Laufwerk hin? Ach Mensch, Windows. So, da ist jetzt Wutzen, hier ist Daily, das sind jetzt die Projekte. Ich sage, ich will mit Atari 800 arbeiten. Das kann ich mir dann importieren. Dann habe ich hier das Hello World. Drück da drauf und es geht natürlich noch nicht. Was sagt er? Achso, Standardanwendung. Ja, da stimmen die Voreinstellungen noch nicht ganz. Ich muss jetzt noch sagen, dass ich das gerne mit der benutzerdefinierten Anwendung Altera gestartet hätte. Systemfehler, irgendwas. Okay, da haben wir was zu testen. So, die mache ich zu. Dann läuft jetzt weiter. Das wird dann genauso aussehen, ist nur eine andere Version. So, und hier kann ich jetzt auch hingehen. Und habe hier auch so ein Testskript. Den gleichen Clean Install. Und wir sehen, dass es nicht funktioniert. Ah, weil das noch die alte Version ist. Die aktualisiert sich nicht automatisch. Da muss ich jetzt Pause machen. Aber es würde dann genauso laufen wie unter Windows. Da habe ich gerade nur den Namen geändert, dass es nicht nur für Linux und von Mac geht. Und hier steht noch Linux drin. Das heißt jetzt nicht mehr Linux.